Bitte. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, weil hier gerade mein Name genannt worden ist, ich bin ja sehr lange Personalrat gewesen und wir haben für uns immer in Anspruch genommen, dass wir die Guten sind und die anderen die sind, die es gut meinen. Insofern bin ich auf der richtigen Seite in jeder Hinsicht, was die Mehrheit angeht sowieso. Es gibt sozusagen in diesem Gesetzentwurf, glaube ich, einiges, über das zu reden sein wird. Der Grundstein ist aber gelegt aus meiner Sicht. Es gehen die Meinungen natürlich immer darüber auseinander, was ein vorzügliches niedersächsisches Personalvertretungsgesetz ist. Da kann man mit einem Oberbürgermeister und das weiß ich auch aus eigener Erfahrung, ist ja gerade nicht da, mein Ex-OB, unterschiedlicher Meinung sein. Ich glaube, in diesem Fall ist das Bessere der Feind des Guten. Ich will zwei Vorbemerkungen machen. Ich finde, dass sich die Interessenvertretungsarbeit in den letzten 10, 15 Jahren deutlich verändert hat. Es gibt keinen Klassenkampf mehr. Es gibt sozusagen die Frage von Gestaltungsfragen zu beurteilen. Wir haben neue Arbeitsformen, Gesundheitsmanagement und so weiter. Und was wir auch alle immer wieder sagen, ist, dass der öffentliche Dienst, insbesondere Kommunalverwaltung, mehr oder weniger schon Wirtschaftsunternehmen sind, denn sie haben Kundenorientierung, in hohem Maße flexible Arbeitszeiten, Konzernstruktur, Doppik, Kosten-Leistungsrechnung. Und das alles veranlasst mich zu sagen, es gibt überhaupt keinen einzigen Grund, warum nicht dieselben Maßstäbe der Beteiligung angesetzt werden sollen wie im Betriebsverfassungsgesetz. Liebe Kolleginnen und Kollegen, genau, gute Arbeit ist das Aushängeschild der Landesregierung. Und zweitens haben wir die Rahmenbedingungen dafür in den letzten 2,5 Jahren auch deutlich verbessert. Die Verbesserung der Attraktivität des öffentlichen Dienstes hat aber auch zur Folge, dass wir gute Arbeitsbedingungen im öffentlichen Dienst schaffen müssen. Und dazu ist ein Anhaltspunkt betriebliche oder personalrechtliche Mitbestimmung. Die ist ein Garant dafür. Ich weiß es aus Erfahrung. Hier hat man es mit Expertinnen und Experten im Betrieb zu tun, die die Attraktivität erhöhen können und in den Gestaltungsprozessen ihr Wissen einbringen. Ich will ein paar Positivsachen sagen aus diesem Gesetz, die ausdrücklich genannt werden müssen. Der Wirtschaftsausschuss, eine lange Forderung der Gewerkschaften und der Personalräte, stärkt die Informationsrechte der Personalräte. Man kann über Investitionen, über Privatisierung, über die finanzielle Lage mit dem Hauptverwaltungsbeamten und der Verwaltung reden. Ich glaube auch, dass der Teil Stärkung der Jugend- und Auszubildendenvertretung hier gut gemacht ist im Gesetz und durchaus auch positiv konnotiert werden sollte. Und es gibt einzelne Mitbestimmungsverbesserungen, die der Minister auch schon genannt hat. Ich will aber auch ganz deutlich sagen, mit 15 Jahren Personalratserfahrung gibt es durchaus noch Potenzial in diesem Gesetzentwurf. Vielleicht an zwei Beispielen mal deutlich gemacht. Wir haben knappe Kassen im öffentlichen Dienst und weiterhin wird häufig eine Privatisierung, eine Ausgliederung von Leistungen ins Spiel gebracht. Ich kann Ihnen aus eigener Erfahrung sagen, das ist am Ende nicht besser, sondern meistens teurer und viele Dinge sind eine Luftnummer. Wir haben ständig Diskussionen dazu gehabt, wie man Schulen privatisiert oder den Bau von Schulen. Wir haben auch in Hannover Erfahrungen gemacht mit Bäderprivatisierung, die dann hinterher dreimal so teuer gewesen ist. Wir haben immer als Personalräte seinerzeit darauf hingewirkt zu sagen, hört doch mal diejenigen an, die was davon verstehen. Das sind in erster Linie die Beschäftigten, die in diesem Bereich arbeiten. Die können die Folgen gut abschätzen. Insofern ist eine Prüfung auf Echtheit solcher Vorhaben in der Verwaltung geboten. Und ich glaube, das leisten Personalräte. Und deswegen bin ich sehr dafür, diesen Teil mit in die Mitbestimmung zu nehmen und nicht rauszulassen. Und weil der Ein Moment bitte, Herr Kollege Schremmer. Herr Kollege Klare, Sie sorgen für erhebliche Unruhe in der FDP-Fraktion. Ich habe Sie fest im Blick. Dann darf ich noch mal alle um Aufmerksamkeit bitten. Herr Kollege Schremmer, fahren Sie fort. Herr Kollege Klare beteiligt halt gerne. Das möchte ich hier mal ausdrücklich festhalten. Der zweite Punkt, der mir wichtig ist, der Kollege Oetjen hat das angesprochen, es zeigen alle Untersuchungen, dass prekäre Beschäftigung nicht nur mit dem Gehalt zu tun hat, da haben wir ja was für getan, sondern insbesondere auch mit unsicheren Arbeitsplätzen und insbesondere eben auch mit Befristungen. Wann sind also junge Leute bereit, eine Familie zu gründen? Das haben wir oft diskutiert. Natürlich dann, wenn sie eine Perspektive auch für ihr Arbeitsleben haben. Es ist auch überhaupt gar nicht in Frage gestellt, dass auch in einer Kommunalverwaltung sachlich begründbare Befristungen
weiterhin stattfinden sollen. Das ist, halte ich für absolut richtig, weil Krankheitsvertretungen, die sind immer nötig und da ist es, liegt es in der Natur der Sache, dass man das befristet macht. Es gibt aber auch andere Befristungen, sogenannte sachgrundlose Befristungen. Und solange die nicht mitbestimmungspflichtig sind, haben wir die Situation, dass gerade in den Kommunen zum Teil aus Gründen der Haushaltskonsolidierung sehr gerne auch mit solchen Arbeitsverhältnissen gearbeitet wird. Und das sorgt dafür, dass insgesamt Beschäftigung an dieser Stelle weniger Qualität hat, dass sozusagen Unregelmäßigkeiten in der Kontinuität auftauchen. Und deswegen finde ich den Tatbestand, dass es keine Mitbestimmung gerade zu diesem Punkt, also sachgrundlose Befristung nach Teilzeitbefristungsgesetz von erster Minute an, diesen Punkt halte ich für falsch. Der muss meines Erachtens mit in die Mitbestimmung, weil gerade die Frage des Ob in einer Kommunalverwaltung von enormer Bedeutung ist. Ich glaube, als drittes vielleicht noch, dass auch im Bereich der Ressourcen für Personalratsarbeit was gemacht werden muss. Wir haben, wie Sie alle wissen, gerade im Polizeibereich viele Dienststellen zusammengelegt. Da wird auch von der GdP oft gesagt, das hat zur Folge, dass viel mehr Arbeit mit gleichen Ressourcen von Personalräten zu erledigen ist. Ich finde, da gibt es Verbesserungsbedarf. Lassen Sie mich abschließen. Wir werden ja im Ausschuss sehr intensiv noch diesen Gesetzentwurf beraten. Da ich auf der Seite der Guten stehe, habe ich gesagt, werde ich mich natürlich an diesen Beratungen sehr intensiv beteiligen. Ich gehe davon aus, dass das die Kolleginnen und Kollegen auch machen. Ich glaube, festhalten zu können, dass wir im gesellschaftlichen Diskurs überall Zweitmeinungen, Beteiligung, Bürgerbeteiligung fordern. Insofern halte ich mehr Mitbestimmung für Arbeitnehmerinnen als Expertise im besten Sinne in diesem Zusammenhang. Und ich freue mich auf die Beratung im Ausschuss und bin ganz sicher, dass das Strucksche Gesetz hier auch seine Geltung entfalten wird. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Herr Kollege Watermann von der SPD-Fraktion hat nun das Wort. Bitte.